Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Batman Arkham Origins, dem neuesten Teil der Arkham-Reihe, der ein bisschen die Vorgeschichte dazu erzählt. Wird auch nicht von Rocksteady Studios produziert, sondern von Splash Damage. Und zu diesem Titel möchte ich mit euch ein kleines Gewinnspiel veranstalten. Und zwar zu gewinnen gibt es für die Xbox-Leute 2100 Microsoft Points, für die PlayStation-Leute 20 Euro Guthaben fürs PSN. Was ihr tun müsst, ist unter den ersten drei Parts, also Part 1, 2, 3, die müsst ihr liken, die Videos. Plus ihr müsst mir einen Kommentar schreiben, dass ihr dabei seid und was ihr gerne gewinnen möchtet. Und dann wähle ich nach dem Let's Play per Zufall einen Gewinner aus. Ja? Jetzt genug gequatscht. Ich wünsche euch viel Spaß und ich kann euch nur sagen, liked schon die Videos, auch die anderen, und dann kann ich euch schön ordentlich Videos um die Ohren ballern und viel, viel zeigen von Batman. Aufgrund der bedrohlichen Wintersturmwarnung eindringlich darum, heute Nacht in ihren Häusern zu bleiben. Mensch, ist eine Insel, Bruce. Sie sind schon seit fast 2 Jahren zurück. Erwarten Sie, dass ich glaube, dass Gothams begehrtester Junggeselle Weihnachten erneut allein verbringt? Ihre Zeit ist abgelaufen. In dem Wissen, dass wir heute das Leben eines der abscheulichsten und erbarmungslosesten Mörders beenden. Julian Gregory Day. Commissioner Loeb, was sagen Sie zu dem Gerücht, dass es gar nicht die Polizei war, die Mr. Day geschnappt hat? Nein, es gibt keinen Batman. Captain Gordon! Keine weiteren Fragen, keine weiteren Fragen. Alle Einheiten, Code 10 im Blackgate-Gefängnis. Kommunikation abgebrochen, möglicher 2-11. Delta 6-4 auf dem Weg. Zentrale 5-9, Code 10 bestätigt. Ist das ein Ausbruch? Verdächtiger identifiziert als Black Mask. Wiederhole, Code 10, Verdächtiger ist Black Mask. Alle Einheiten im Blackgate, Code 6, Code 6. Commissioner Lope wird festgehalten. Sie wissen schon, dass Heiligabend ist, Sir. Hier das Gefängnis betreten. Ich muss Commissioner Loeb finden, bevor es zu spät ist. Oh yeah, Leute. Endlich wieder Batman-Action. Wie gesagt, das Ganze wird von Splash Damage entwickelt, nicht von Rocksteady Studios. Ich habe so die leise Hoffnung, dass sie den Next-Gen-Batman-Titel produzieren. Bezogen das Ganze auf der PlayStation. Die anderen beiden Batmans habe ich ja auf der Xbox gezockt. Das hat jetzt keinen speziellen Grund, ist einfach so. Macht ja auch keinen Unterschied für euch. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich muss der Spur der Zerstörung folgen, um Loeb und Black Mask zu finden. Du wirst es nur nicht mehr. Alles klar. Grafik jetzt auf den ersten Blick überwiegend gleich, aber ein Ticken besser schon in den Details und so weiter. Ich bringe nicht alle Tage den Anstaltsleiter. Ich werd's genießen. Was ist hier los? Nein! Bitte! Nicht doch! Oh, ich werde dich noch töten. Aber bis dahin wirst du noch mehr Körperteile lassen müssen als nur dein Auge. Was ist das? Hinter dir! Oh, komm schon. Darauf soll ich einfallen? Probier doch mal was Originelles, du Kerl. Zurück! Damn, Junge! Gar keine Chance. Nein! Bleib! Zurück!
nicht mehr hin! Ich habe die Gerüchte gehört, aber du, dich soll es doch gar nicht geben. Wer hat hier gewütet? Ich weiß nicht, was es ist. Es ist riesig. Wo ist Black Mask? Ich weiß es nicht. Er will Commissioner Lowe. Vielleicht weiß einer seiner Leute, wo er hin ist. Was sollte ich denn tun? Er hat meine Familie bedroht. Er wollte... Ich habe keine Zeit, das auszudiskutieren. Aber wir wissen beide, dass das ihre Taten nicht rechtfertigt. Stellen Sie Ihre Funkgeräte auf Kanal 13 für weitere Informationen. Ja, wie gesagt, das erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte. Dementsprechend ist der gute Bruce Wayne noch neu im Geschäft, relativ frisch. Und ich denke, man wird das ein bisschen sehen, vor allem im Kampf. Er geht wahrscheinlich ein bisschen rabiater vor als später, denn später hat er den... Mal sehen, vielleicht, ich glaube aber, der hat nie einen umgebracht, oder? War ja nie so der Fall. Das ist ja niemand, der jemanden umbringt. Er haut sie lieber zu Klump. Und es fängt wie in Arkham City. Am Anfang haben wir direkt mal ein Gefängnis. Mal gucken, ob hier wieder so lustige Sprüche kommen. Wir haben alle Angst. Oh. Ein kleiner Weihnachtsstrumpf. Ich hab gehört, sie wollen Laub kalt machen. Sie sind natürlich alle begeistert davon. Aber das werden wir verhindern. Das sind Black Masks Männer. Ich werde sie dazu bringen, mir zu sagen, wo ich Black Mask finde. Alles klar. Damn, Junge. Das sollte ihn aufhalten. Kampfsystem, wie man erwartet hat, schon wieder, was heißt schon wieder, genau das gleiche. Aber warum auch das ändern, ist einfach geil. Einfach geil, wie es ist. Es ist simpel, aber es macht so Bock, wenn man es ein bisschen raus hat. Kann man da ordentliche, geile Kombos rausholen. Wo ist Black Mask? Woher soll ich das denn wissen? Ich werde dich zum Reden bringen. Wie sehr du vorher leidest, entscheidest allein du. Leck mich! Für sowas habe ich keine Zeit. Okay, okay. Er ist unterwegs zur Hinrichtungskammer. Mit Lob. Klug von dir. Jetzt darfst du dich ausruhen. Eiskalt. Eiskalt, der gute Bruce. Echt geile Sprüche am Stand direkt. Bedrohung sehr niedrig. Okay. Okay, das ist ein bisschen neu, die Abrechnung sozusagen von einem Kampf. Dass es dann schön noch eingeschätzt wird, wie hoch die Bedrohung war. Ja gut, es waren zwei Knassis und ein Black Mask Typ. Eine Drohne gehört nicht hierher. Wer die wohl kontrolliert? Ich denke, das werden wir noch herausfinden. Was soll denn das werden? Was soll denn das werden hier? Leute, ich hab doch gedrückt. Wie ist denn hier? Oh fuck. Ist denn hier nochmal dieser Bodenfinisher? Welche Tastenkombinationen sind denn bei der PlayStation 3? Das weiß ich, R1 vielleicht. Das Tor blockiert meinen Weg. Ich muss mit dem Greifhaken drüber kommen. Schnell. Alles klar. Ja, so ein bisschen muss ich natürlich auch erstmal wieder reinkommen. 2 Jahre ist es her überhaupt, dass wir Batman gezockt haben. Arkham City. Was ist das? So, ich dachte, da würde irgendwas leuchten. Was ist das? Ach du. Scheiße. Sprüche wie der sind der Grund, warum du in der Scheiße steckst. Hallo. Na, Kollege? Wie machst du das? Er trägt eine Körperpanzerung.
Wenn ich ihn mit dem Umhang aus dem Gleichgewicht bringe, ist er verwundbar. Alles klar. Können wir mit denen reden vielleicht? Irgendwie Informationen? Oh Gott, mein Controller ist leer. Das ist natürlich super vorbereitet, wie immer. Ja, Wertung B. Alles klar. Okay, dann muss ich mal eine A-Wertung rausholen. Obwohl B ist ja eigentlich ganz geil, wa? Wir sind ja Batman, deswegen Wertung B müsste eigentlich ganz krass sein. Okay. Was haben wir denn hier alles? Moment mal, ich muss es cool vorbereiten. Ja, natürlich ist er es, Batman. Hohoho. Ah, Vicky Vale. Wo ist sie denn? Ist sie hier? Ach du Scheiße, sind die tot? Schade, dass man mit so wenigen Leuten sprechen kann. Das müsste doch. Vielleicht wollen sie auch nicht. Aber sag mal, sind die tot hier? Haben sie die einfach aufgeknüpft und getötet oder einfach nur bewusstlos geschlagen? Da ist einer. Vielleicht können wir mit dem reden. Nein. Detektiv sich. Was sagt er zu ihm? Nervös. Ja, kann man verstehen. Wenn so eine riesige Gestalt wie Batman vor ihm steht, kann man hier durch? Ist da irgendwas vielleicht? Naja, ich denke mal wieder mit dem Batarang abwerfen. Ja, alles klar. Kein Problem. Kein Problem. Wer ist er? Nee, warte mal, wenn schon. YOLO, oder? Direkt draufstehen, richtig gefährlich halt. Man sagt ja, Verbrechen lohnt sich nicht. Oder wenn du die Taschen von unserem lieben Commissioner angucken. Die sind nämlich voll mit meinem Geld. Und das habe ich vorzuweisen? Mit meinen eigenen Männern im Knast? Nein, nicht mehr. Nein, heute Nacht. Nee, oder? Das ist doch die Stimme. Das ist doch die Stimme von Joker aus den Vorgängern. Das wird's jetzt nicht schon verraten haben, dass er plötzlich da unter der Maske steckt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht doch gar nicht. Black Mask ist ja ein eigenständiger Charakter, aber könnte natürlich auch sein, dass der Joker sich ausgibt als Black Mask. Das könnte alles sein. Aber warum kriegt er die Stimme dann, wenn er es nicht ist? Völlige Verwirrung. Die Stimme erkennt man ganz gut wieder, auf jeden Fall. Es ist definitiv die Joker-Stimme aus den Vorgängern. Er geht nicht alleine. Ich gehe mit ihm. Ich auch. Also ein Break-Vertrag. Hallo. Boah, ich hab doch gedrückt. Jetzt hab ich richtig. Jetzt hab ich richtig gedrückt. Yes. Das lässt so schön sein hier. Bam! An mir kommst du nicht vorbei. Bist du sicher? Oh, was ist denn da oben? Können wir da etwa rein und ihn von hinten kaputt schlagen? Das wird doch interessant. Ah, schickes Goldkettchen. So, ah, hier geht's rein. Ja. Ist irgendwas Interessantes? Ja. Komisch, dass das die Vorgeschichte erzählt, aber man trotzdem hier schon sehr, sehr viel Ausrüstung hat, was man in den anderen Spielen erstmal finden musste. Oh, da waren sexy Bilder von Frauen, das dürfen wir natürlich jetzt hier nicht zeigen oder so. Hm,
Sehr schön, dass einem noch am Anfang alles erklärt wird. Weil das ist ja auch wieder so ein Spiel, da können ja auch Neuansteiger rein. Für die ist sowieso immer das Geilste irgendwie. Die sehen Batman Arkham Origins, wow, krass, krasses Spiel. Es gibt noch zwei Vorgänger, die die Geschichte danach erzählen, super geil. Für die ist ja die Offenbarung, ja. Das erste Mal ein Batman-Song. Zugang zur Hinrichtungskammer. Ich muss beide Schalter etwa zur selben Zeit drücken, um die Tür zu öffnen. Okay, damit wäre das auch erledigt. Verstorben, okay, alles klar, die bringen die wirklich um. Das hätte ich auch bei denen, in dem, die aufgehangen worden sind, hätte ich auch mal machen können. Um zu checken, ob die schon tot sind. Ja Leute, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier erstmal den ersten Cut. Ich glaube, das passt ganz gut. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Ich hoffe, euch der kleine Einblick hat schon mal ganz gut gefallen, dass es euch ganz gut gefallen hat. Ich erinnere nochmal an das Gewinnspiel. Macht gerne mit. An alle anderen, die da nicht mitmachen, würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Projekt, den Kanal und mich vielleicht unterstützen könntet mit einem einfachen Daumen nach oben. Das geht richtig schnell für euch. Aber es hilft wirklich extrem weiter und motiviert mich, euch viele, viele Videos rauszuballern. Und ja, ich hoffe, wir schaffen das. Danke fürs Zusehen, danke fürs Kommentieren, Liken und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.